Also ich bin der Yeti, bekannt in der Dampfszene, und ich bin da engagiert eigentlich für die Elektronik und Verdrahtung der Steuerung. Und wir haben ein Problem im Schema, also in dem Schaltbild, Schaltzeichnung, war ein 5 Kilo Ohm Potentiometer eingetragen. Problem ist aber, nur ein ganz kleiner Weg für die Steuerung der Maschine. Es muss sich eine andere Steuerung noch zusätzlich bauen, wo man den Nullpunkt und die maximale Leistung einstellen können. Und das ist natürlich dann viel einfacher zur Handhabung des Feuers.